Tatjana Ohm ist für uns weiterhin in Dnipro in der Ukraine an diesem Donnerstagmorgen auch. Guten Morgen, Tatjana. Also offenbar hat es nun tatsächlich diese Einigung unter Vermittlung der UN und der Türkei für den Weizentransport aus der Ukraine gegeben. Aber wie berechtigt ist die Hoffnung, dass das auch umgesetzt wird? Guten Morgen, Carsten. Guten Morgen nach Deutschland. Naja, wir hören also von erfreulichen Fortschritten. So hat es der ukrainische Präsident Selenskyj bezeichnet. Ein bisschen optimistischer klingt der türkische Verteidigungsminister und noch deutlich optimistischer klang der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Guterres. Die scheinen offenbar jetzt schon sehr fest davon überzeugt zu sein, dass das Ganze funktionieren wird. Ich habe noch immer so ein bisschen meine Zweifel, weil das eine ist eben immer das, was man am Verhandlungstisch vereinbart. Und auch da ist man noch nicht endgültig durch. Das muss alles noch unterzeichnet werden. Und der nächste Schritt ist dann eben das, was passiert, wenn all das in die Praxis umgesetzt werden soll. Wie gesagt, es gibt offenbar Fortschritte und das, was wir aus der Türkei hören, der türkische Verteidigungsminister Akar hat es ja erläutert, mit diesen gemeinsamen Kontrollen, auch mit dem Koordinierungszentrum, was die Türkei selber dann in Istanbul betreiben wird. Aber warten wir vielleicht erst einmal ab, bis das Ganze beginnt und wie es dann läuft.